So Leute, willkommen zurück zu Jak and Daxter, The Precursor Legacy. Hier müssen wir noch die Energiezelle vom Pelikan holen und die sieben Spähfliegen befreien. Dann gibt es noch zwei, von denen wir nichts wissen. Oh, ich drücke hier immer falsch. Ich denke, das hat was mit dem Kanonenturm da hinten zu tun. Da müssen wir nämlich, glaube ich, auch noch hoch. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, von wo man da reinkommt. Ja, von hier vorne könnte man reinschwimmen. Kann sein, dass uns gleich wieder der Fisch frisst. Okay, ja. Da ist kein Schwimmwasser. Haben wir jetzt wieder ein Leben weniger oder wurde es zwischenzeitlich wieder aufgefüllt? Moment, irgendwie konnte ich das doch. Wir haben keine extra Leben mehr. Ja, gut, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Okay, dann holen wir uns den Pelikan und dann ist der Rest für später. Dann dürfen wir das, glaube ich, einfach noch nicht machen. Oder man konnte die irgendwie zurückhauen, das weiß ich nicht mehr. Okay, nein, doofe Idee. So, Fische, 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 Pelikan, Pelikan, Pelikan. Kriegst du gleich auf die Schnauze, Schnauze, Schnauze. Okay, das habe ich wahrscheinlich jetzt schon in den Sand gesetzt. Nee, habe ich nicht. Der Pelikan ist langsam ohne Ende. Ich weiß nicht, was das mit den Schatten ist. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen damit jetzt leben. So, und die ist hier. Kriegen auch nie genug. Jetzt habe ich auch noch eine Discord-Nachricht. Wahrscheinlich sogar was Wichtiges. Also ich weiß, beim Pelikan, wenn wir da mit blauem Echo hinkommen, dann kriegen wir noch was. Aber ich sehe jetzt auch in der Nähe, da oben ist eine blaue Echo-Quelle. Da müssen wir da rüber. Okay, dann gehen wir erstmal kurz rüber, würde ich sagen. Jack, jetzt komm, ran da. Los, Jack, bisschen Turbo. Böser Hund. So, hier haben wir ja auch den Pinökel nach oben geschlagen. Das heißt, hier kommen wir jetzt auch hoch. Sollten wir zumindest. Warum nicht? Ich habe den doch so weit hochgehauen, wie es ging. Okay, wenn man richtig springt, dann schafft man das auch. Hier ist noch eine Spähfliege. Da drüben ist noch eine Spähfliege drin. Die haben wir noch nicht geholt. Was bist du? So. Hier bräuchten wir wahrscheinlich dann blaues Echo, ne? Super, jetzt haben wir hier einen Precursor-Starter, aber deine Energie ist nicht voll aufgeladen mit diesem blauen Zeug. Also bringt uns das überhaupt nichts. Okay. Ne, hier unten gibt es auch nichts. Dann kann es sein, dass wir hier im Dorf erst, oder besser gesagt, hier an dem Ding überhaupt nicht weiterkommen, weil uns noch irgendwas Hey, fehlt. Seemöwen! Komm, wir machen uns einen Spaß und jagen sie. Ah, ich glaube, das brachte auch irgendwas. So, wir jagen jetzt mal die Seemöwen. Ja gut, hast du toll gemacht, Dexter. Oh.
Hast du super gemacht, Dexter. Wow, sie haben eine Lawine ausgelöst. Komm, wir sehen uns das mal an. Wenn das so diese dezenten Lecks hat, klingt Dexter, als wäre er besoffen. Vielleicht ist er das auch. Ich meine, muss ein harter Tag sein. Der wurde in dieses... Es soll ein bisschen eine Mischung aus einem ein Ocelot und noch irgendwas sein. Frettchen, glaube ich. Auf jeden Fall ein ziemliches Mischtier. Und ja, ich glaube, wenn ich eines Tages in ein Tier verwandelt werden würde, an sich wäre wahrscheinlich ganz cool, aber ich glaube, es würde mich trotzdem irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht, der Tag wäre, glaube ich, für mich erstmal ein bisschen zu hart gewesen und hätte gerne so ein bisschen Pause dann erstmal. So, Problem ist, wir kriegen die blaue Energie nicht rüber. Und das heißt, wir müssen erst woanders was machen, weil wir haben ja schon gehört, das Dorf hat keinen Strom. Und das hängt tatsächlich mit dieser Mission hier zusammen. Weil wir ohne den Strom nicht weiterkommen. Das heißt, hier ist für uns erstmal Sense. Und wir sollten auch verhindern, nochmal getroffen zu werden. Ich weiß, wir könnten theoretisch nochmal nach hinten zu diesen Full-Heal-Dingern gehen, aber das brauchen wir derzeit noch nicht. So dringend haben wir das mit der Lebensenergie nicht. Und wir können uns ja jetzt sogar direkt noch eine Energiezelle holen. Oder hier vorne einfach mal die Spähfliege. So, direkt Spähfliege Nummer 3. Aus dem Dorf. Weil hier im Dorf halt auch Sachen sind. Heute habe ich einen Precursor-Orb übersehen. Okay. Naja, jetzt haben wir ihn ja. Weil das Dorf geht tatsächlich noch weiter, nämlich da drüben. Und da waren wir bisher nicht und da gehen wir als nächstes hin. Ich muss jetzt aber ganz kurz mich drum kümmern, was die Nachricht war. Bis gleich. Okay, ich kann wohl erstmal weitermachen, aber Moment. Vielleicht doch nicht. Moment. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass er mein Mikro abwählt. Oh, ich mache es immer falsch, weil ich hier Start drücken muss, statt einfach rauszugehen, wie man das normal aus einem Menü macht. Gut. Hier gibt es aber noch eine ganze Menge Zeug zu holen. Hier wollte ich nicht baden gehen, bevor der große böse Fisch wiederkommt. Na komm. Schlimme ist, es zeigt mir an, dass die Frames sogar funktionieren. So. Erstmal schön Orbs kassieren. Wir haben ja schon fast 180. Wer bist du denn? Muss die Jacke ausmelken, muss die Jacke ausmelken. Oh, ihr seid's. Ich ruh mich nur ein bisschen aus. Hab den ganzen Tag versucht, diese streitlustigen Kühe zurück in den Pferd zu kriegen. Ein paar seltsame Typen wollten sie schon stehlen. Könntet ihr wohl einem alten Mann helfen und sie in den Pferd bringen? Oh. Natürlich machen wir das, aber in deinem Haus ist noch eine Spähfliege, die nehmen wir mit. Einbringen. Bevor die Türkäfer sie rufen. So, lauf! Das kriegst du mit uns zu tun. So, ersten haben wir. Ich hatte jetzt eigentlich mit so einem Geräusch oder so gerechnet. Hier kann ich nichts dran machen, okay. Ich dachte, da wäre vielleicht noch was, aber offenbar nicht. Ah, da ist direkt auch noch einer. Hör mal. Glaub's geht los. Los, rein mit dir. Falsche Richtung. Da lang. Hier sind auch arme Viecher. Kriegen hier von Jack direkt mal eins auf die Schnauze. Nein. Da lang. Also dafür, dass sie angeblich so streitsüchtig sind,
lassen sie sich hier ziemlich viel von Jack gefallen. Wollte mal kurz hier oben. Wow, guck dir bloß mal diese irre Skulptur auf den Felsen da drüben an. Welche? Oh, das da hinten. Ja, da kommen wir später nochmal hin. Ich würde mich jetzt gerne erstmal um die letzte Jackau kümmern. Bisschen Tempo. Wir haben heute noch was anderes vor. Ist auch in jedem Spiel so, oder? Dass man eine Mission hat, in der man Kühe in den Stall bringen muss. Ein gutes Spiel braucht das auch einfach. So, muss ich jetzt mit dir reden, oder? Hey, meine Jackaus sind ja immer noch draußen. Ach, seid bitte so nett und holt sie jetzt rein. Hä? Hör ich doch. Oder gibt's noch mehr? Hier müsste dieser Feuerpfad sein, für den wir dann das Ding brauchen. Ja, Feuer Canyon. So, weiter brauchen wir jetzt noch gar nicht gehen. Ich wollte bloß schon mal die Precursor Orbs holen. Kann ich hier vielleicht das Tor irgendwie zumachen? Nee, offenbar nicht. Fehlt dann irgendwo noch eine Jackau oder? Kann doch nicht sein, dass sie sich so weit da rein verirrt hat. Bis zum verbotenen Dschungel hinten. Hallo, Jackau? Ich weiß nicht, was das für Geräusche sind, aber sie klingen nicht gut. Aber nee, die Jackau scheint tatsächlich nicht hier zu sein. Wo ist die denn? Die können doch hier gar nicht hoch. Da hinten leuchtet irgendwas Grünes. Ich höre Geräusche. Nee, ich muss irgendwo eine Jackau übersehen haben. Na, sieht das geschmeidig aus, was ich hier mache, oder nicht? Und ich will jetzt keinen Nein hören. 6 Stück, 7 sind verloren, das ne? Das muss eins von den Precursor-Orakeln sein, von denen der Weise dauernd erzählt. Wer weckt das Orakel auf? Wartet, einer von euch hat das innere Licht. Seit Anbeginn der Zeit suche ich und warte auf die Rückkehr des wahren Helden. Bringt mir 120 Precursor-Orbs. Für jede Energiezelle, die ich besitze. Die haben wir. Für eure Gabe erhaltet ihr eine weitere Energiezelle. Das heißt eine weitere, wir erhalten eine. Du hast uns noch keine gegeben, also als Orakel taugst du nicht viel. Aber für die zweite reicht's leider nicht und für die beiden aus dem Dorf reicht's jetzt auch nicht mehr. Ja, das war ein gekonnter Sprung. Ach, da hinten steht noch eine. Ja, Los, Bewegung! Ich hab schon überall gesucht. Ah, da lang. Nee, nicht da lang. So, gehst lieber mal einen Schritt schneller. Dieser faule Farmer schuldet uns eine Energiezelle. Mit dem werden wir jetzt mal reden. Ja. Gut gemacht, mein Junge. Die verlausten Viecher sind jetzt im Pferd. Nun kann ich beruhigt schlafen. Hier ist eine Energiezelle für deine Mühe. Ja.
Aber irgendwo im Dorf müsste noch so eine Spähfliege sein, die wir noch nicht gefunden haben. Dafür kriegen wir dann ja auch nochmal eine Energiezelle. Aber gut, müssen wir uns jetzt erstmal nicht drum kümmern. Wollen wir in den verbotenen Dschungel? Ich glaube ja. Ich denke, er ist nicht ohne Grund verboten, aber... Ich meine, was bleibt uns denn anderes übrig? Hey! Den Orb hätte ich gerne. Und ich weiß noch, als Kind bin ich in diesem Dschungel sehr, sehr oft gestorben. Wie es oftmals so ist, weiß ich nicht, ob ich das als Erwachsener dann bestätigen oder verneinen kann, was damals passiert ist. Ah, ja. So, was Schlange. Derzeit weiß ich noch nicht so recht, aber wir müssen auf jeden Fall hier weitermachen, um weiterzukommen. Mann. Und Moment, irgendwo, wo wir nicht hochkommen sind. Es gab auch irgendwie einen Strecksprung, ne? Ja. Ah, ich depp. Damit kommen wir irgendwo hoch, wo wir so nicht hochgekommen sind. Was das hier ist, fragt ihr euch? Ja, da kommen wir so erstmal nicht weiter. Aber wir können hier erstmal alles verdreschen. Wie sich das halt gehört. Als Protagonist geht man erstmal überall hin und verdrischt die einheimischen Lebensformen. Jack, du konntest dich doch da eben... Okay, Jack hat vergessen, wie man sich festhält. Vor allen Dingen, wie Jack hier einfach Dexter als Waffe verwendet. Aber ich glaube, wenn wir sterben, verlieren wir alle Energiezellen, die wir bisher gesammelt haben. Seit dem letzten Save. Alle Precursor Orbs. Dementsprechend müssen wir da ein wenig aufpassen. Weil speichern ist halt auch nicht überall, ne? Das geht ja nur da, wo es halt geht, ne? Und das heißt, wenn wir Energiezellen bekommen. Ich weiß, da unten könnten wir theoretisch, glaube ich, eine gewinnen. Bei einem Minispiel. Aber wir machen erstmal die Jump and Run Passagen. So. Hier alles schön, fein, säuberlich machen. Strecksprung haben wir alle gekriegt, ich hoffe ja. Wenn nein, dann... Nee, da fehlt dann was. Aber ich kann dann nicht instant nochmal springen. Das geht nicht, dann müssen wir hier noch was machen. So, das da ist gefährlich, genau. Da darf man auch nicht mal nah rangehen. So. Wer kam nochmal auf die geniale Idee, hier das Good Ending freispielen zu wollen und dafür 100% zu machen? Ich, ne? War eine geniale Idee. Ah, da oben hängt noch ein bisschen was. Die Tentakel kann man hier auch verdreschen, bringt bloß nicht viel. Ich glaube, hier sollte ich nicht runterfallen, obwohl da hinten sind noch Precursor Orbs.
ich sage euch, das wird am Ende eine Sucherei, wenn es um die letzten Orbs geht. Ja, super, da sind wir tot. Das hat wehgetan. Soll ich Verstärkung holen? Ja, ich bitte darum. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir wieder am Anfang vom verbotenen Dschungel, aber ich glaube, wir haben noch alle Precursor-Orbs. Das heißt, es setzt uns bloß hierhin zurück. Das ist okay. Das ist echt okay, wenn es uns einfach bloß immer an den Anfang zurückwirft. Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt ganz gern nochmal kurz ins Dorf. Weil, wie viele Precursor-Orbs haben wir? Genau, 120. Also 127, das heißt, wir können beim Orakel noch eine Energiezelle auslösen. Dann sind wir nämlich mit dem Orakel durch, dann brauchen wir uns darum später nicht mehr kümmern. Außer ich mache so einen Dreck, dann dauert das ewig. Ja, wir müssen auf jeden Fall im verbotenen Dschungel die Energie wieder aktivieren. Da hat uns ja der Bürgermeister drum gebeten. Und ja, das ist der Bürgermeister. Bürgermeister werden in Spielen auch immer gleich dargestellt. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Hier ist eine Energiezelle. Immer gerne. Die Texte hätten andersrum sein sollen, aber passt. 13 Stück haben wir schon. Bei 20 kommen wir weiter. Das heißt, theoretisch brauchen wir noch 7 Energiezellen. Okay, jetzt habe ich gerade eine wichtige Nachricht bekommen, da muss ich erstmal weg. Und hier haben wir schon das meiste. Wächterstrand, da brauchen wir auch noch die Spähfliegen. Verbotener Dschungel, okay, da haben wir die Spähfliegen und setze den Echo-Strahl wieder frei. Feuer Canyon haben wir noch nichts. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ihr lasst uns nettes, oder ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Jack and Dexter, Precursor Legacy. Bis dann, euer Wolf.